Glück auf! Es ist der April vorbei und wir schauen uns einfach mal die Bilder an. Mein Zielfoto war eigentlich, Buschwindröschen hier irgendwo im Licht der untergehenden Sonne zu fotografieren, was mir hier nur bedingt gelungen ist. Dafür habe ich ja ein schönes Bild gemacht, wie aus dieser Eichel hier ein neuer Spross wächst. Das sieht schon richtig schön nach Frühling aus, wie man sich das wünscht. Genau, dann hatten wir ja endlich mal ein paar warme Tage und man konnte einfach mal schon im Garten mit den Makro ein bisschen spielen und das gibt einfach immer wieder schöne Aufnahmen. Und das hat gut getan, einfach mal Sonne zu sehen. Dann haben wir noch einen kleinen Ausflug in den Wald gemacht. Auf der Suche nach ein paar Wildblumen. Ein bisschen was haben wir gefunden. Das ist das hier. Und dann kam ein sehr schöner Abend, wo ich mich auf die Suche nochmal nach Buschwindröschen gemacht habe, wo dann doch einige Aufnahmen gelungen sind, wie sie mir ganz gut gefallen. Hier sieht man schön noch die Regentropfen. Es war erst gerade ein richtig schöner Regenschauer. Dann kam nochmal abends die Sonne durch. Und es hat richtig Spaß gemacht zu fotografieren. Und das ist ja so ein Bild, was mir eigentlich sehr gut gefällt. So wie ich mir es vorgestellt habe, kommt das dem schon ziemlich nahe. Ja, dann habe ich einfach mal mit verschiedenen Brennweiten und alten Objektiven gespielt, um da verschiedene Effekte zu erzielen. Genau. Und dann hatten wir einen sehr schönen Morgen, wo Nebel war und die Morgensonne schön in den Nebel hineingescheint hat. Das sah richtig gut aus. Und das gefällt mir sehr schön, wie der Nebel so durch die Bäume zieht. Das sieht irgendwo immer so ein bisschen geheimnisvoll aus. Das ist sehr schön. Und da ist mir dann auch ja, mein Highlight-Bild des Monats gelungen. Das ist hier im Prinzip der Blick zurück Richtung Sonne, wie die Sonne durch den Nebel in das Rapsfeld scheint, so ein wunderschönes diffuses Licht macht. Und eigentlich ist das ja ein relativ einfaches Bild. Viel Gelb, wenig Aufregendes. Aber vielleicht ist es genau das, was das für mich zum Bild des Monats mein Highlight macht, weil wir nach den langen grauen Tagen so viele Farbe, so viele warme Farbtöne, so viel Licht mir einfach sehr gut tut, ist das mein Bild des Monats, mein Favorit. Hier nochmal ein ähnliches Bild, selbe Richtung eigentlich, noch ein bisschen dramatischer bearbeitet. Und jetzt fahre ich die Bilder nochmal zum Entspannen. Viel Spaß damit!